So, und das. Oh. Was soll ich bei 3, 2, 1 und dann soll ich anfangen? Ja, und gerade Okay. ich sag so 3, 2, 1, meine Mutter schreit so wie Tarzan. Okay, Okay. okay. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer Special-Folge in diesem Jahr. Und zwar ist das letzte Video 2014. Das ist einfach, das kann man einem nicht mehr wegnehmen. Das ist einfach 2014 entstanden und diese Zeit wird es nie wieder geben. Ja, wo fange ich denn am besten an? Ich habe euch hier in der Singleplayer-Map was Kleines gebaut. Im Hintergrund seht ihr hier so ein paar Muster, so ein paar Leuchtblöcke. Und ja, ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich das Jahr über so, wie ich mich finde, ich entwickelt habe. Also, ich habe in dem Jahr ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt, ganz viele nette YouTuber. Hab Unterstützung von ganz vielen Seiten bekommen. Ich habe Leute wie Mare kennengelernt. Ich habe jemanden wie ein Simon noch intensiver kennengelernt. Ich habe einen Nilo kennengelernt. Ich habe einen Kardex kennengelernt. Das sind alles Leute, wo ich sage, die sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Weil ich mit denen auch jetzt jeden Tag im TS war, habe mit denen jedes Mal was gemacht und ja, das ist irgendwie was Besonderes, finde ich. Und ja, wie soll ich sagen, ich bin euch einfach auch für alles dankbar. Wir stehen jetzt bei, ich glaube, 1200 Abonnenten, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist für mich schon heftig viel. Andere mögen sagen, ja, boah, 1000 Abonnenten, das ist gar nichts. Die sagen, ja, 10.000 Abonnenten, das ist viel. Aber für mich sind 1000 Leute, die einem zuschauen, viel mehr wert als 100.000 Leute. Denn ich kann jetzt viel mehr mit der Community eingehen. Ich kann mit denen viel mehr schreiben. Ich kann auf alles antworten. Ich muss nicht oder ich kann nicht einfach so Leute ignorieren, sondern ich gehe wirklich drauf ein, was die Leute wollen. Und das ist das, was ich gut finde, wenn man noch klein ist. Außerdem habe ich 2015 ganz viele Projekte geplant. Da wird auch irgendwas mit Mare kommen und ich möchte auch generell mehr verschiedene Sachen machen. Es kam jetzt immer Survival Games, Ender Games. Einfach die ganzen PvP-Spielmodis, die ich ewig übrigens auch mega cool finde, aber ich brauche halt auch vielleicht ein so ein Format, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Format, das kann ich immer bringen. Oder einmal in der Woche so ein standfestes Format. Und das wird zum einen mal Trave sein. Trave startet ja am 01.01.2015, also morgen. Ich hoffe, ihr freut euch alle drauf und ja. Ich möchte auch irgendwie gar nicht zu lange reden, denn draußen bei uns gibt es auch schon Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob man das laut im Hintergrund hört, deswegen tut mir leid. Und ja, wie soll ich sagen, diese interaktive Wand da hinten finde ich echt mega cool. Aber Leute, wir sind hier nicht nur in einer selbstgebauten Tribüne, auf einer selbstgebauten Tribüne, dass wir hier hinten Lichter sehen, ja? Wir sind auch hier, um ein spektakuläres Minecraft-Feuerwerk zu sehen. Und deswegen zählen wir uns mal alle gemeinsam runter. Okay, so. Seid ihr alle bereit, Leute? Seid ihr alle bereit? Dann nickt mal bitte. Ja. Ja? Okay, ihr seid alle bereit. Gut. Dann zählen wir jetzt runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, go! Ja, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super, super guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle ganz, ganz, ganz gut im neuen Jahr angekommen. Und ich hoffe auch, dass ihr euch alle auf ein weiteres Jahr mit mir freut. Und ja, das war es eigentlich schon fast. Ich hoffe, ihr genießt das Feuerwerk hier noch so ein bisschen. Und jetzt fliegen wir auch mal hoch
zu der selbstgebauten 2015 und gucken uns die nochmal genauer an. So, und da sind wir auch schon in 2015 angelangt. Ich hoffe, das Jahr wird genauso geil wie das Jahr 2014 und wird noch viel, viel cooler. Ich habe einiges geplant und auch viel mehr Real-Life-Sachen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Morgen geht's los mit Trave. Macht's gut, Leute. Und jetzt möchte ich am Ende noch mal ganz kurz hier unseren Techniker und auch den Beleuchtungstechniker grüßen, und zwar den Marek. Hallo. 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 Ja, wir wollten euch einfach mal ein schönes neues Jahr wünschen, einen guten Rutsch, und rutscht ja nicht aus. Und ich würde einfach mal sagen, schaut auch bei Marek vorbei, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.